Die Rednerin ist für die Fraktion Die Linke unsere Kollegin Heike Hensel. Bitte schön, Frau Kollegin Hensel. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister Niebel, das war doch jetzt ein bisschen sehr kurz. Und ich denke, es gibt schon noch auch mehr Dinge dazu zu sagen. Ich möchte mich aber an die sachliche Kritik halten, und die muss Minister Niebel auch aushalten, denn er gehört nicht zu denjenigen, der sich mit Kritik zurückhält. Ein Minister auf Dienstreise lässt sich in der deutschen Botschaft in Kabul eine Teppichauswahl vorlegen, kauft einen Teppich und der Geheimdienst schmuggelt ihn am Zoll vorbei nach Deutschland. Diese Nummer ist eigentlich reif fürs Kabinett, wenn es nicht in so einem ernsten Umfeld stattfinden würde. Genau, jetzt komme ich nämlich dazu. Herr Niebel war nämlich in einer Kriegsregion, wo unter anderem auch deutsche Soldaten Krieg führen und wo täglich Menschen sterben durch Krieg und wo ein Teppichkauf in meinen Augen eigentlich nicht zu einer Dienstreise gehört. Und wir unterstellen ihm hier nicht, dass er sich persönlich bereichern wollte und dass er irgendwelche Zollgebühren sparen wollte. Diese Vorwürfe finde ich albern, Herr Niebel. Aber ich finde, es geht darum, dass Sie in verantwortungsvoller Stelle ein Gespür haben müssen, was man macht und was nicht. Und ich finde, das fehlt Ihnen. Und das haben Sie auch schon zu Beginn Ihrer Amtszeit in meinen Augen dieses fehlende Gespür gezeigt, indem Sie mehrfach und bis heute ja oft auch noch mit Bundeswehrkappe in Afrika unterwegs sind oder in Lateinamerika. Und dieses Bild in meinen Augen eines Entwicklungsministers nicht würdig war, das Sie da gegeben haben und das an ungute deutsche Zeiten erinnert, die wir hier hatten. Und das fand ich damals schon ein ganz großes Problem. Und es zeigt in meinen Augen, Herr Niebel, dass Ihnen für manche Dinge in Verantwortung das Gespür fehlt. Und Sie erwecken nämlich, oder in der Öffentlichkeit kann schnell der Eindruck entstehen, Sie fahren in eine Kriegsregion und danach kommt dabei ein Schnäppchenkauf heraus. Und ich frage mich auch, ob es die Aufgabe der deutschen Botschaft ist, Teppichauswahl zu organisieren. Die Frage darf man ja auch stellen. Und dass keine Kinderarbeit in dem Teppich steckt, da gab es nur eine lapidare Bemerkung. Und wir fragen natürlich nach, wie wollen Sie das eigentlich beweisen, wenn man sich den großen Teppich und dafür auch den relativ geringen Preis anschaut? Das sind ernsthafte Fragen in meinen Augen. Der eigentliche Skandal liegt aber für mich und für die Linke nicht in Ihrer Teppichnummer, sondern in Ihrer Entwicklungspolitik. Und da kommen wir eben zu den zentralen Punkten. Sie setzen auf Außenwirtschaftsförderung und Sie hatten die Skandale um wirklich merkwürdige Stellenbesetzungen, in meinen Augen auch oft inadäquate Personalbesetzungen im Ministerium. Es geht auch um die sogenannte Fusion der verschiedenen Entwicklungsorganisationen. In meinen Augen wurde die gute Organisation DED zerschlagen und sie ist nicht mit ihren Stärken in die sogenannte Fusion eingeführt worden. Da gibt es doch sehr große Baustellen, die Sie haben. Sie auch, was Afghanistan angeht, wurden die Entwicklungsorganisationen stärker ans Militär unter Ihrer Regierung gebunden, leider ja aber begonnen unter Rot-Grün. Und was mir auch nicht gefällt, Herr Niebel, ich habe selber erlebt, Ihre oft arrogante Haltung, wenn Sie in Ländern des Südens unterwegs sind, die zum Beispiel nicht Ihren politischen Vorstellungen entsprechen. In Lateinamerika, in Bolivien, in Ecuador, in Nicaragua. Sie treten sehr arrogant auf. Sie haben der Nicaragua die Entwicklungszusammenarbeit gestrichen wegen fehlender guter Regierungsführung. Und da sage ich, das kann nicht sein, Herr Niebel. Dann müssen wir gleiche Maßstäbe anlegen. Und ich fordere eine gute Regierungsführung für Deutschland. Und uns ärgert natürlich auch, und das ist eine weitere, auch gravierende Konsequenz dieser einfach auch doofen Teppichdiskussion, dass wir über viele wichtige Dinge in Afghanistan nicht sprechen. Es gab vor ein paar Tagen ein Erdbeben mit über 80 Toten. Wer weiß davon? Wer spricht denn davon? Die Medien nicht, aber Herr Niebel auch nicht. Es gab Tote durch NATO-Angriffe, über 18 Zivilisten, die getötet wurden. Darüber spricht auch nicht der Herr Niebel. Habe ich nichts von ihm gehört. Wir haben eine Solidaritätspartei, eine säkulare
progressive Partei in Afghanistan, die gegen den Krieg dort kämpft, wird ein Verbotsverfahren eingeführt. Wir haben die deutsche Botschaft schon mehrmals angefragt. Was macht denn die Bundesregierung eigentlich? Wie reagiert das Auswärtige Amt und das Entwicklungsministerium? Da haben wir nichts gehört. Und da frage ich mich, wo sind die Prioritäten? Wo sind Ihre Prioritäten, dass Sie mit Teppichaktionen in Afghanistan in Erscheinung treten, aber nicht den Mund aufmachen, wenn es darum geht, dass hier Organisationen, die gegen den Krieg und gegen die Warlords in Afghanistan kämpfen, verboten werden sollen. Und das sind für mich entscheidende Punkte. Und ich sage Ihnen, für mich ist, Herr Niebel, der Teppichkauf kein Rücktrittsgrund. Aber die Entwicklungspolitik, die Sie gestalten, und diese ganzen Fehlentscheidungen wäre schon längst ein Rücktrittsgrund.